Drei kleine Igelbabys müssen ohne Mutter aufwachsen. Die fiel vermutlich einem Mähroboter zum Opfer. Eine Kölnerin brachte die stacheligen kleinen Waisen ins Tierheim Delbrück. Hier werden sie von Pflegerin Sandra aufgepäppelt. Alle paar Stunden wollen die Igelbabys etwas Milch haben. Abends nimmt die Pflegerin die drei kleinen Igel mit nach Hause. Dort schlafen sie dann in einer Box auf einer Heizdecke. Pflegerin Sandra wird als Ersatzmutter noch einige Monate zu tun haben. Erst im Mai kommenden Jahres können die Igel dann ausgewildert werden.